Hallo und herzlich willkommen zurück bei Paper Mario. In der letzten Folge hat sich Bart Omb jetzt unserem Team angeschlossen. Und wir haben jetzt diesen Ort hier erreicht, wo es anscheinend zur Piratenhöhle gehen soll wahrscheinlich. Und wir haben ein Rätsel gekriegt, was ich bis jetzt gecheckt habe. Ja, fiel dreimal auf den Steiß. Ja, ich habe jetzt geguckt, was wir machen müssen, weil ich es nicht gecheckt habe. Aber es ist tatsächlich sehr einfach. Den hier. Ich hätte echt nur Stampfattacken machen müssen. Ich hätte echt nur auf den ersten unteren Stampfattacken machen müssen. Jetzt da. Oh, ein Eingang zur Höhle. Aber oh nein, ah, mein Schädeljuwel. Mama Mario, was hast du getan? Mein wertvolles Erbstück. Hurra! Mein Schädeljuwel, ist es gerettet. Und jetzt muss ich mich leider verabschieden. Die Mannschaft im Lager macht sich bestimmt Sorgen, du verstehst, oder? In diesem Sinne, viel Erfolg noch bei der Schatzsuche. Ja, danke. Furchtlos ist Mario in die Höhle eingedrungen. Gibt es die Schatz des Piratenkönigs wirklich? Mir bleibt nichts anderes als zu warten. Die Piratenhöhle. Naja, auf jeden Fall, der nächste Kampf ist wieder ein Level-Up. Freue mich schon. Kehrt um. Nö, Kumpel, wir kehren nicht um. Wir gehen weiter rein. Er ist Angriff erfolgreich. Das sind jetzt neue Gegner. Oh, kommt Brina rein. Dann scannen wir einfach mal die Gegner. Heißglut. Hotheads. Hotheads sind eine Art Feuermonster. 6 KP, Angriffskraft 4. Abgesehen von KP und Angriffskraft sind Hotheads der kalten Glut sehr ähnlich. Deshalb solltest du sie nicht berühren. Du würdest dich verletzen. Du sollst sie auf gar keinen Fall mit Feuer angreifen, das ist mein voller Ernst. Aufgrund ihrer feurigen Natur fürchten sie Eis und Wasser. Auch Bomben zeigen bei Hotheads eine gute Wirkung. Dafür ist Verteidigung besonders wichtig, sonst setzen sie sich in Brand. Mann! Machen wir mal nochmal einen Hammerschlag hier. 5 Schaden. Austauschen zu Bart Omb. So. Rühr mal den Eisschlag aus. Perfekt. One-Tap sogar. Und jetzt kommt Ordenpunkte aufleveln. So. Perfekto. Ein Insignit der Sonne erhalten. So, jetzt ein Sternsplitter. Oh.
Oh, ich glaube, ich check, was ich machen muss. Ja. Okay. Okay. Fucking hell. Die sind relativ easy down, wie es ausschaut. Und geben auch fast keine Sternpunkte. Ist der König, Piratenkönig vielleicht ein Skelett oder ein fetter Kugelwilli? Das sind auch noch Gegner. Das sind Gegner, echt jetzt? Als ob das jetzt echt Gegner sind. Nutzen wir die Attacke, die ist geil. Perfekt. Sternepunkte, also Sternenergie ausgegeben, aber dafür eine Runde. So gesagt fast. Geil. Okay, what the fuck? Das wollte ich nicht. Eine Winde, ich verwette mein Bart darauf, dass das Loch, der denn zum Einsetzen an Items gedacht ist. Erster Angriff erfolgreich. Ah, das sind also echt Gegner. Die scheinen eine gute Verteidigung haben. Zumindest zwei haben sie eine Verteidigung von zwei. Ist ein Grob-Omp. Grob-Omps sind eine Art Bob-Omp, aber groß. Max HP 8, 2 Verteidigung, 2 Angriffskraft, 1 Verteidigung. Sie greifen nicht an, sondern explodieren ganz einfach nach einer Weile. Das Problem ist, dass wir dabei auch Schaden nehmen. Und wenn sie sich aufladen, steigt die Angriffskraft bis auf 8 an. Feuerattacken und Bomben lassen sie sofort explodieren. Aber du solltest dir klug überlegen, ob du lieber kämpfen oder fliehen willst. Machen wir mal einen Wirbelschlag. Wir geben 5 Sternen. Ding. Na hier. Down. Und 10 Sternenpunkte erhalten. So. Gehen wir hier hin. Machen den hier. Und gehen wir hier hoch. Oh, ich glaube, ich weiß, was ich machen muss. Ich wollte Flucht machen. Perfekt. Verblenden wir.
So, jetzt müssen wir wieder dahinter. Kehrt um, weich jetzt. Kehrt um, geht nicht weiter, ihr seid verloren. Tschüssi, ich kämpfe weiter. Ah, vielleicht mit Bart können wir bald diese Dinger hier machen. Verteidigung. 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 Zur Verteidigung, geht hoch. Ich will mich doch verarschen. Ich dachte, die Bomben lassen ihn sofort explodieren. Naja, anscheinend nicht. Wo gehen wir gerade hin? Moment, ich glaube, ich hab's. So. Aber da müssen wir nochmal hoch. Wir müssen auf den Sack da drüben. Also mal kurz warten, weil ich will die Insignie da oben mitnehmen. Die habe ich nämlich gesehen. Da haben wir die auch. So, haben wir den Schlüssel, den wir brauchen, um weiterzukommen. So, hier. Safe kriegen wir da irgendwie eine Verwandlung wieder, einen Fluch hier, den wir einsetzen müssen. Also war nicht der Block da. Nehmen wir mal den hier. Und speichern. Machen wir mal den Schlüssel hier rein. Gucken wir an, wo es hinführt. Komme ich da durch? Ich glaube, ich weiß wie.
Bro, Alter, holy shit. War das knapp immer. Perfekt. Na lang. Ich glaube, jetzt holen wir uns das Rad, das wir brauchen, richtig? Du bist da, mein Kumpel. Die Frage ist, können wir das mit Bob um... mit Bart um auch machen. Er ist ein Griff erfolgreich. Gut, Combrina, ich will wissen, was ihr eigentlich für Dinger seid. Ihr seid Kanonen, ja, das weiß ich. Das ist eine Willi-Kanone. Von den Kanonen werden die Kugelbillis abgeschossen. 5 KP, Verteidigung 2. Sie greifen nicht selbst an, schießen aber immer neue Kugelbillis ab. Kugelbillis sind zwar lästig, aber du solltest zuerst die Willi-Kanone erledigen. Willi-Kanonen haben nämlich ziemlich große Vorräte an Kugelbillis gelagert. Das war ein Fehler. Ich wollte eigentlich wen anders angreifen. Mann! Bro, willst du mich verarschen? So. Auch mit der. Auch mit der. Kanone. Ey, komm. Ja. Bingo. So, jetzt ist die weg. Verteidigung. Ja, vorbei. Der hat sich selbst die Luft gejagt. Wer kennt's nicht? Perfekt. So. Oh, mit der ersten Kanone. Und die zweite geht auch gleich da an. Warum sind Kanonen überhaupt eigene Gegner?
So, 7 Angriffskraft. Bingo. Jetzt habe ich schon zweimal Bingo hintereinander geschafft. Ah, die Heilung hatte ich nötig. So, down mit allen. Wieder 10 Sternpunkte. Easy. Jetzt haben wir 1000 Münzen. Genau, 1000. Ach komm. Erstangriff erfolgreich. Okay, ich verstehe jetzt, was damit gemeint ist. Einfach weglaufen. Speichern. Gut, dann würde ich sagen, ich bin die Folge jetzt hier. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und in der nächsten Folge schauen wir uns an, was in diesem Schiffswrack drinnen ist. Ciao. Euer Gladius.